So, und weiter geht's mit einer neuen Runde auf Trancrocide. Jetzt hatte ich echt einiges getan. Letzte Folge, beziehungsweise diese Mini-Folge. Ich weiß nicht, wie es schneit, weil das Ding ist, ihr kennt es ja wahrscheinlich. Also, ich nehme halt hier mal ein paar Minuten auf, da ein paar Minuten auf und am Ende schneide ich das dann irgendwie zusammen, dass es dann so 20, 25, 30 Minuten kommt. Und vielleicht ist das jetzt auch der zweite Teil von irgendeiner Folge und ihr denkt euch so, warum sagt das der nächste Fly-Folge oder so? Keine Ahnung. Wir werden sehen. Ihr werdet sehen. Und genau, Plan ist, wir nutzen, ja, ein bisschen was aus hier. Wir leveln. Restarts, kaufen noch ein paar nach, glaube ich. XP-Scrolls, glaube ich, haben wir noch von allem genug. Ja, mehr oder weniger genug. So, wo sind unsere, hier sind die Restarts. 10 Stück, genau. Rest, glaube ich, haben wir noch genug. Okay. Genau, wir müssen eigentlich effektiv erstmal nach Bahara. Ne, wir gehen nach Kaigas. Ringmaster, Kaigas. Beats aus, super. Ich habe übrigens letztens wieder gesehen, dass man mit den Red Chips die Level 2er Beats und also dass man generell alle Beats mit Red Chips kaufen kann. Das habe ich natürlich komplett verschwitzt. Naja, okay. 152, es sind 14 Level drüber. Die anderen sind, glaube ich, Akkros, oder? Nicht Akkros, Range oder so, glaube ich. Was haben wir da für welche? 148er? 10 Level drüber? Wenn die jetzt Melee sind, dann bin ich happy. Die sind Melee. Nice. What? LOL. Okay. Warte, was mit unserer AOE? 60? Okay. Interessant. Nein, mein Ringmaster. Ich habe meinen Ringmaster überlevelt. Scheiße. Okay. Soll man überhaupt irgendwie was aktivieren? Ich bin mir ganz sicher. Also. Habe ich gerade so einen Gedanken. Mal schauen, auf wie viel Damage das bekommen und so. Alter. Jo. Ist das krass. Genau, ist noch an. Activated. Okay, weil vielleicht brauchen wir gar nicht umsetzen. So, 5% XP. Warte mal, es gibt noch irgendein Ding, was man aktivieren kann, oder? Ach nee, so eine Dragon Amplies, genau. Okay. Nee, das war das falsche Skill. Hier, F7 war das Skill, okay. LOL. Oh, die XP sind nicht gut. Die XP sind richtig schlecht. Also, was heißt schlecht? Das ist. Schlecht ist ja wieder komplett übertrieben, aber ja, nicht so gut. Ja, ich glaube, ich statt um. Das ist, glaube ich, sicherer. 200 irgendwas. Ja, das passt, okay. 71. Noch immer 71 kein Match. Ist halt nice. Echt nice eigentlich. Genau, mit XP schauen wir dann gleich. Aber wenn wir die halt effektiv free hätten, dann ist der Damage halt irgendwie auch wieder egal, oder? 2,7 KDF. War es gerade 10% für eine AOE? Ich glaube, es waren 10% für eine AOE ungefähr. Das ist eigentlich ziemlich nett. Die Allergie startet natürlich genau in dem Moment, wo ich aufnehme. Na super. Neu. Okay, also das läuft irgendwie verdammt gut. Also die Damage. Damage ist krass. Und auch generell alles. Ja, das läuft besser als erwartet eigentlich. Also ich habe schon erwartet, dass es einigermaßen gut läuft. Natürlich gerade mit dem Set und so weiter. Aber das ist ja... Oh Leute, die AOE-Range, man, what the fuck. Das läuft verdammt gut. Das sind übrigens gerade Event-Mobs, die wir da sehen, diese goldenen Drachen.
kann Dinge mitnehmen beim Leveln. Das ist halt einfach richtig geil. Ja, also Psy im PvE ist halt irgendwie echt... Ich weiß es nicht. Psy im PvE ist... Not balanced. Überhaupt nicht balanced. Ich schau mal das an. Das ist ja brutal. Also natürlich, klar, muss man auch dazu sagen, jeder Klasse hat natürlich seine Stärke. Und ich glaube, vielleicht ist auch der falsche Ansatz zu sagen, diese Klasse ist in der und der Disziplin nicht balanced. Weil was wäre die Folge daraus? Oder die Schlussfolgerung? Im Prinzip, dass jede Klasse irgendwie gleich sein muss. Jede Klasse braucht das gleich starke Balancing im PvE und PvP. Vielleicht ist die Aussage von mir gar nicht mal so schlau. Vielleicht ist Psy genau richtig. Meine stärkste Klasse auf Dragon Crusade ist halt leider der Blade einfach. Man sieht es im PvP, man sieht es also gerade im GW. Und man sieht es natürlich auch eigentlich andersweitig. Also, boah, sagen wir mal, PvE. Eigentlich PvE wie PvP. Blade ist in beiden Disziplinen, PvE und PvP, ist einfach effektiv unschlagbar. Beim Blade kommst du durch die Blockrate nicht durch. Also es ist halt auch immer so ein bisschen komisch, es ist, diese Softsets gibt es in allen Games. So in Games wie WoT oder so sind die Softsets halt extrem relevant. Und hier gibt es halt auch einen Flive irgendwie, aber das Komische ist, und das kann einfach sein, dass es wirklich eine subjektive Empfindung ist, aber irgendwie sagt das also jeder, 50% Blockrate beim Blade sind nicht 50% Blockrate zum Beispiel beim Ela. Also der Blade blockt mit 50% Blockrate einfach gefühlt 10-mal so viel als der Ela. Und ja, keine Ahnung. Also es ist echt ominös irgendwie. Warte mal, hinten waren wir getroffen bei so einem Drachen, oder? Dragon Rank World Buff. Oh, das heißt, wir kriegen vielleicht gleich nochmal einen anderen Buff. Da sind einige. Lol. Ist richtig was los. Ist auch so komisch. So ein Flive-Spawn hat teilweise so viele Mobs auf den Haufen. Oh ne, haben die jetzt keinen... Oh, ist in Range. Scheiße. Okay, ich muss sagen, die XP sind gar nicht mal so hoch wie gedacht. Ich bin schon davon ausgegangen, so, ja, keine Ahnung, easy. 2 AOEs Level up oder so. Aber ganz so ist es gar nicht. Droppen die irgendwas? Ripe Banana, okay. Naja. Lol, 81k? Wait. Nur wegen dem Level Up? 10k mehr Damage? Hey, ist es sonst nichts an, oder? Ach, wait, by the way, wir können noch. Buffs, Anarchy Events. Was haben wir aktuell? Wir haben nur Increased Attack. Ja, machen wir ein bisschen was an hier. What the fuck? das steckt mir direkt hoch. Genau. Pet Experience. Ja, drei Dinger. Oh, never mind. Okay, 61 KP. Mhm. Gibt es nicht mal XP? Ah ja, genau, 5% XP. Nice. Das heißt, 15% mehr XP haben wir jetzt für die Stunde. Einfach mal so. Wisst ihr was? Scheiß doch drauf, Mann, ey. Hä? Nein! No way! Ernsthaft? Ach, das gibt's doch nicht. Das ist eine Scheiße. Toll, das kann ich's. Vielleicht kann ich noch handeln oder so, keine Ahnung. Das habe ich nicht bedacht. Die anderen Amplis kann ich definitiv noch im Dragon Rank benutzen. Und die werde ich auch im Dragon Rank benutzen. Ich weiß ja nicht, ob es jetzt schon Sinn macht, die zu nutzen, weil es sind immer noch so locker 10% pro AOE oder so. Wir leveln jetzt nicht mehr so schnell, ehrlich gesagt. Das ist, naja, nicht ganz so schön. Aber, ja, es geht schon noch. Also, wir reden halt immer noch von 10 AOEs pro Level. Und das ist halt echt nicht viel. Das ist echt gar nichts eigentlich.
Weil ich meine, schau mal her, wie schnell es dir down ging. Also hier, bam, bam, zack, 10%. War nicht mal 10%, war gelogen. 9%. Naja. Man braucht immer so ein bisschen die richtigen Spawns und so. Das ist natürlich auch wichtig. Warriors und Moonstop waren ganz gut. Natürlich auch Quest-Items, was auch nice ist. Am idealsten wäre natürlich, wenn wir die einfach one-hitten würden. Aber da fehlt noch einiges. Da fehlt noch sehr, sehr viel. Weil wenn die halt so unser Level werden, vielleicht dann, ja, möglich. Im Dragon Rank ist es so, dass die alle 150 sind. Und dann ist halt One-Hitten vielleicht sogar echt gut machbar. Die 100, was sind die anderen? 152? Ne, 155? Ja, also wie hoch waren die denn? Ich weiß nicht mehr genau, leider. Lol, der Spawn. Holy shit. Kill mich ja bitte nicht. Prozent, 67%? Lol. Ist halt nicht schlecht irgendwie. Es läuft ziemlich gut. Alleine mit einem Auto-Attack 25k Damage. Wie viel mache ich denn generell, wenn ich crit? Ah, komm, crit doch endlich. Alter, 87k. Okay. Also ich muss sagen, Leveln fühlt sich ein bisschen langsam an als damals. Andererseits, natürlich, wir haben damals Blade gespielt und, glaube ich, alles gewonnen hätte irgendwie. Mehr oder weniger zumindest. Naja, den Increased Attack, ich muss nochmal rerollen, sehe ich gerade. 65% nur. Da geht auf alle Fälle noch ein bisschen mehr. Prozent. Wie viele Minuten haben wir jetzt gelevelt? Wir haben jetzt... wo ist unser Ampli hier? Da. 11 Minuten haben wir jetzt. 11 Minuten und 2 Level. Also knapp 2 Level. Sagen wir 12 Minuten für 2 Level-Ups. Ja, das werden wir heute nicht mehr schaffen. Ich glaube, das werden wir nicht mehr schaffen. In der Stunde hier. In dieser Levelstunde. 150 zu machen, das glaube ich glaub nicht mehr. Ich weiß auch nicht genau, wie ich das Ganze planen werde, beziehungsweise umsetzen werde. Ob ich halt dann irgendwie wieder... nein! Ach, ja, so glaubst du auf alle Fälle nicht. Scheiße. Manchmal ist die Fly-Steuerung einfach zu clunky. So, weg mit dem ganzen Shit. Ich weiß, es sind Steuern drauf. Das war unnötig. Das war richtig unnötig. Fuck. Hätte einer auch mehr, wäre ein Down gewesen. Wirklich ganz easy. Levelt hier jemand? Lol. War ich hier? Nee, oder? Hä? Oh, jetzt follow doch endlich ordentlich. Mann, Ringmaster. So. Da waren wir. Okay. Ah ja, das Pad ist übrigens bald Level, also bald auf S. Wird natürlich nochmal ziemlich... Hab ich irgendwas verkauft? Lol, neue Mail, okay. Mit dem relativ teuer dann und so. Das ist ja ein Nachteil. Wait, warum mache ich jetzt mehr Damage, nachdem ich gestorben bin? Nein, sag nicht, es gibt noch diesen Bug von damals. Oh nein. Oder war das, verwechsel ich gerade irgendwas? Nee, ich glaube, es war auch Dragon Crusade, oder? Wo man teilweise nach dem Sterben mehr oder weniger Schaden gemacht hat. Oder mehr oder weniger HP hatte oder so ein Scheiß.
Und Level Up. Nice. Jetzt ein Premium-Dinger hier. Hö, 97k Damage? Hä? Wo kommt denn der Damage her? Hä, jetzt mal im Ernst, das waren... Was haben wir gemacht? 10k mehr Damage, oder? Das ist einfach mal 10, 12% mehr Damage. Einfach so aus dem Nichts. Hä? Warum? Woher? Wieso? Hä? Ich habe doch vorher das Pad auch draußen gehabt, oder? Habe ich das Pad vergessen damals? Vorhin gerade? The fuck? Also, ich meine natürlich gerade die 4k Damage sowieso mehr, seitdem ich gerade gestorben bin, aber jetzt gerade irgendwie auch. Also, ich verstehe gerade die Welt nicht mehr. Naja. Wie dem auch sei. Habe ich eigentlich alle Karten jetzt drin? Sekunde. 28% Attack, genau. 42 in, 42 in. Ja, genau. Schaut es mit Castle aktuell aus. 140% ist aber auch nicht viel. Okay, Beats fehlen aktuell. Irgendwie fehlt gerade echt einiges. Ich habe doch schon in der Zwischenzeit immer 165 gehabt. Das war natürlich mit allen möglichen Buffs und so, ja. Aber... Eigenartig. Wäre mal interessant zu wissen, wie viel Damage wir tatsächlich machen. Ich müsste es echt mal testen. Irgendwo mein Dungeon oder so, oder keine Ahnung. Also jetzt mit dem Equipment, wir sind ja eigentlich schon wieder komplett over-equipped für unser Level. Und ich wollte eigentlich nur auf dem Level bleiben, um halt einfach mehr im Deboss-Dungeon zu droppen. Und das hat auch funktioniert, glaube ich. Aber effektiv jetzt, ich meine, jetzt habe ich noch das Buch bekommen und so und ich habe wirklich gute Awakes drauf bekommen und alles. Es hat eigentlich fast schon zu gut funktioniert. Natürlich bin ich auch underleveled komplett für mein Equipment und für die Zeit und so weiter. Aber ja, es ist halt, naja, wir müssen einfach den Level aufholen, das ist halt das größte Problem. In unserer Gilde farmen halt einige Leute halt zusammen, Dungeons, eben als Tank und hat damit ein paar DDs, oder einem DD aktuell. Das heißt, da muss ich einfach mal schauen, dass ich ein bisschen nachkomme, weil das darf natürlich nicht sein, dass ich halt als Gildenlead dann irgendwie so der Lowste bin. Und ich meine, ich bin es aktuell effektiv, ich meine, schau mal's an. Ich meine, das andere sind ja so Karteileichen effektiv, aber von den aktiven Spielern. Ja. Von aktiven Spielern bin ich wirklich der Lowste momentan. Wie lange haben wir jetzt noch Amplis? 44. Ich weiß echt nicht, ob es klappt, ob wir das Level abschaffen. Aber ich vermute eher weniger. Leute, macht der die Dinge One-Hit? Nee, oder? Dann 141k macht er oder so? Das 100, okay, das ist 145. Wenn unser Damage so weiter steigt, dann schaffen wir es vielleicht auch noch. Mal schauen. Ich würde gerade in einen anderen Channel gehen, damit ich halt irgendwie immer alle Mobs habe. Ich glaube, irgendein Channel 2, also glaube ich, bringt sogar 5% mehr XP, habe ich gehört. Irgendwas war da. Prozent. Bin gleich mal gespannt, was ich jetzt in Damage mache. 141. 100. Ich krieg 10k Damage dazu, für jedes Level Up. Das ist aber schon irgendwie auch ein bisschen krass, oder? Nein, nicht auf Ringmann, nicht auf Ringmann. Du dreckiges Mistviech. Oh. Okay. Das läuft es. Lol, wie schnell unser Pet-Level merke ich gerade jetzt erst. Ich hole mal schon den Ringmaster her. So, okay, ich habe jetzt auch meine Velocity aktiviert. Einfach, weil die, glaube ich, eh nichts kosten oder nicht viel kosten. Und... Da bringt schon mal ein bisschen was an die XP.
Also, mehr Mobkills halt. Whatever. Ich überlege ja gerade, ob wir zu den 152er gehen sollen oder so. Oder halt hier bleiben sollten. Denn, ich meine, angenommen, wir würden Dinge gewonnen hätten. Wenn wir Dinge gewonnen hätten, dann ist halt wirklich alles vorbei. Könnten dann irgendwie auch. Könnten dann irgendwie auch so eine Zweierkombo machen. So quasi. Zack, zack. Zack, zack. Zack, zack. Zack, zack. Ich weiß nicht, ob es Sinn macht. Ich glaube, es fühlt sich ein bisschen langsam an irgendwie. Ich kann mich täuschen so, aber. Ich glaube, es ist nicht schneller. Nein, fuck. Nee, ich glaube, wir gehen dann lieber ASAP zu den 155ern mit 142 vielleicht. Oder? Macht das Sinn? 142? 13 Level drüber? Ja, das geht locker. Wenn wir es treffen, sind wir eh down. Von dem her ist es eh wurscht. Ich frage mich gerade, warte mal, wir haben doch einen Monster-Counter, oder? Kill-Counter. Nein, nicht die Scheiße. Ah. Gameplay. Mensch, Flife. Wo ist die Kacke denn? Hä? Charakter? Farm-Counter. Ach, natürlich ist das Ding Farm-Counter. Okay, eine Stunde. Whatever. Es laufen Dinger wieder von. Ja, super. Perfekt. Das ist ja super. Damage ist eigentlich uninteressant. Size auch uninteressant und so, aber. Ja, eigentlich interessieren mich gerade nur die Kills. Wir müssen auch sehen, was wir wirklich so droppen immer. Ich wundere mich schon, dass es echt einige sind. Ja, so XP-mäßig schaut es eigentlich aktuell ganz gut aus. Wir könnten. Ja, Buddy-Leveling wäre natürlich noch ganz geil. Fällt mir gerade auf. Aber da bräuchte ich halt einen Buddy. Und es macht auch nicht Sinn mit zwei Leuten, sondern halt mit 3 plus, 4 plus. Oh, Weapon Level Up. 167, nice. 80 Mobs schon gekillt, jetzt lol. Sieht nicht schlecht aus. Oh, der Spawn. Geil. Ich zocke momentan, wie du bist, ein aktiver 7 Days. Also ich werde quasi gezwungen dazu von Freunden. Die zwingen mich halt quasi echt dazu. Naja, auf alle Fälle. Es kam die 1.0 raus, die quasi das Release nach, keine Ahnung, 12 Jahren, 13 Jahren Alpha oder so. Keine Ahnung, es war einfach effektiv immer Seasons. Und das haben wir 54 Tage gespielt, eine Stunde. Wisst ihr, was wir effektiv gemerkt haben? Das ganze Spiel. Wow, wir one-hitten nie fast. Das ganze Spiel ist absolut casual geworden. Es ist sowas von, wie soll man sagen, so casualized irgendwie. Es ist traurig. Es ist irgendwie auch so ein Ding, was aktuell wirklich so jedes Game irgendwie hat. Also ich meine, so in FLIVE wäre es halt okay gewissermaßen, weil FLIVE ist halt ein Grind-Game und ein Progression-Game und so, es muss jetzt keine Schwierigkeit haben. Also keine solche Schwierigkeit. Das Problem in einem Game wie 7 Days ist halt, es gehen die wirklich nicht down wegen wie viel? 1,3 KP, ja super. Was können wir aktivieren? Haben wir schon aktiviert. Inflask. Sollte reichen, oder? Super, nice. Ganz egal, was die XP geben, One-Hitten ist einfach so viel besser als alle andere. Ja, das ist geil. Oh, so kommen Leveln. Oh, wisst ihr was? Level up.
137, what the fuck, okay, ist krass. Nein, nicht F1, Quatsch. F7. So. Oh, ist das angenehm. Nein. Och, Mann. F7, Start. Okay. Das ist also die Art und Weise, wie man hier levelt dann. Ja, okay, ist halt krass. Also auf die Art und Weise kriegen wir es vielleicht sogar noch zusammen mit dem, oder? 8 Level noch? 36 Minuten? Oh, wir müssen hier was aktivieren, schnell. Nee, die will ich nicht. Ich will Lucky Packs. Wo ist die Scheiße? Mann. Buffs, World Buffs. Dragon Ball? Nee, nicht die. XP World Buff hier. Nein! Weil mit Hammer vor. Fuck my life. Heute läuft's nicht. Heute läuft's überhaupt nicht. Ich muss unbedingt meinen ganzen Scheiß aus dem Inventar rauskriegen. Das ist so nervig. Ja, ich muss schnell auf Laris. Fuck. Geringmaske, kein Akro. Gut, gut, gut. Schnell weg mit dem ganzen Shit. Oh, Offline-Vendor. Oh. Nice. So, dann. Nein, wo ist die Kacke? Da hier, Activate World Buffs. So, da ist das Ding. Und ab zurück nach Red Me. Nein, Red Kagas. Red Kagas, genau. Das ist das Ding, was wir brauchen. Aber ja, so kann man leveln. Ganz im Ernst, so kann man gut leveln. So ist echt zufriedenstellend. Hier? Ah, sind so. Ja, die Spawns ein bisschen zerstreut, was ein bisschen unschön ist. Okay, egal. Einfach rein da. Was gibt's alles hier auf dem Markt? Sell Donate? Ach, Coins, ich hab grad Glow gelesen. Look Item Market, aha. Krass, dass jemand auf Dragon Shoes Sale Donate Coins verkauft. Weil das bedeutet im Prinzip, man braucht Geld, also Penia, aber auf Dragon Shoes Sale gibt's einfach unendlich Penia. Also auch der einzige Server, wo man nicht mehr botten müsste, weil Penia gibt's wie Sand am Meer irgendwie. Weiß auch nicht warum irgendwie. Keine Ahnung. Nein, Pet. Oh. Also wahrscheinlich eh nichts einsammeln wahrscheinlich, aber naja. Alter, 3% für einmal, dass ich das so Skill caste. Ich level halt gefühlt schneller als auf Level 100 oder so, oder? Okay, auf Level 100 haben wir es auch komplett übertrieben. Oh, da haben wir abgerissen wie sonst was. Okay, das war anders. Okay, Level 100. Okay, also, ja, wir haben halt gelevelt wie ein Irrer. Weil wir halt wussten, was wir machen. Aber, so effektiv zumindest, ja, es ist halt. Also, die Levelgeschwindigkeit ist wirklich sehr angenehm momentan. Und ich jetzt auch schon wieder eine halbe Stunde fast rum. Und wir haben jetzt wie viele Level-Ups gemacht? Nicht viele. Vier, glaube ich, waren es, oder? Ich glaube, es waren vier. Vier waren es, müssen es gewesen sein, ja. Damit klappt das Ziel leider aktuell nicht mehr mit unserem 150. Was schade ist. Aber, naja. Ich meine, jetzt, wo wir bei uns wissen, okay, wir können so leveln. Hätte man es von vornherein so gewusst, wäre ich von vornherein auf Channel 2 gewesen, hätte ich nicht dauernd verkackt, wäre ich gestorben und bla bla bla. Dann hätte man es, glaube ich, schaffen können. Es kommt Level Nummer 5 eigentlich, oder? Das wäre echt machbar gewesen. Es war nur einfach Inkompetenz und der Fakt, dass ich nicht vorbereitet war. Und Level Up, boom. Was haben die? 143, können wir die auch unten? Oh, das ist ein besserer Spawn, nice. Und vielleicht mehr XP oder so? Keine Ahnung.
Boah, ist das geil. Holy shit, ist das geil. Okay, das ist Endgame. Das ist von der Geilheit her komplett Endgame. Oh, wow. Und stell dir vor, wir werden dann in Zukunft nur noch so leveln. Oh, ist das episch. Ich meine, ich kann immer noch filmen, schon sonst was machen. Nein, keine asozialen Sachen. Aber ich kann wirklich alles Mögliche machen nebenbei. Das Ding ist, ich muss leveln ohne Aufnahme. Das Problem ist, ich kann nebenbei nicht einen Film schauen oder sowas, geht dann nicht. Also, wenn ich jetzt anfange, hier live zu leveln, aufzunehmen und nebenbei noch einen Film schaue. Puh. Wäre cool, wenn man echt mal so auf YouTube zusammen einen Film schauen könnte, ohne dass es halt irgendwie gegen 50 Gesetze verstößt und dann irgendwie morgen Warner Bros. Vor der Haustür steht oder so. Ich schaut mal an, wie die XP-Leiste hochgeht, das ist doch irre. Wir können übrigens hier. Deaktivieren, genau. Boah, ist das geil. Aber es läuft auch so smooth irgendwie. Wir haben 890 Int. What the hell? 800? Wo kommen die jetzt her? Hä? Wir kriegen 3 Int pro Level ab, okay. Aber, lol. Nein, jetzt hat es nicht mehr aktiviert. Activate, okay, jetzt. Nein, jetzt habe ich irgendwas verkackt, oder? Was ist aus? Chocolate ist aus. Ne, Chocolate ist an. Jetzt habe ich 3 Stunden Chocolate, fuck. Fly for Fun ist aus. Ja, ich hab verkackt. Aber sag mal ganz ehrlich, das ist doch echt nur noch geil, oder? 100 von. Wir wollen hätten einfach fast die nächsten Mobs. Ich weiß nicht mehr alles an hier, was geht. Upcut, das haben wir an. Ja, also wir haben das meiste an und so, das schon, aber. Ja, effektiv haben wir alles an. Ich muss auch ein bisschen weiter zockeln und so. Wand und Schild. So 7, 8 Zockel ist eigentlich gut machbar noch. Und ich glaube, es soll mir auch reichen können. Und natürlich Erweckungen und so, klar. Der Helm mit 22 Int ist halt nix, also das ist halt echt schwachsinnig. Aber ja, so effektiv. Oh, es levelt sich geil. Okay, ich bin das mit der Folge und danke fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal.